Nein, okay. Gut, wo ist denn jetzt der Herr Müller schon wieder hin? Ich bin hier gerade hinter der Hallo? Halle. Ah, das sind Sie. Ah, hier. So, dann sagen Sie mal an, was. Ach so. Nee, ich wollte ja das Feld bearbeiten. Ja. Genau, es müsste halt gekubbert werden und halt dann neu angesät werden, damit es halt wieder wachsen kann. Okay, das macht für mich jetzt. Soll ich nicht? Was braucht denn ihre Gruppe an Leistung? Müsste ich auch kurz nachschauen. Ja, gucken Sie mal aufs Typenschild. Ach, Sie haben Direktsaat. Ja. Ah, das ist ja sehr geschickt. Und? Die braucht eine Leistung von 132 Kilowatt und 180 PS. Ich glaube, das ist zu viel für mein Ford. Ich guck mal gerade in den Fahrzeugschein. Oh, heute ist aber ein bisschen komisch hier. So, ach so, Moment. Ja, da war ja was. Wo steht denn das nochmal? Nee, da. Okay, das kann ich mit meinem Traktor nicht schaffen. Hätten Sie da einen Traktor, den ich benutzen könnte? Ich denke schon, ich müsste auch gerade kurz nachgucken. Okay, dann gucken Sie mal. Ich würde kurz nochmal telefonieren. Dann melden Beziehungsweise Sie sich ich einfach gleich nochmal schreibe bei kurz eine mir. SMS. So, bin wieder da in meiner Heimat. Habe ich mich gerade verwählt? Geil, ich habe mich verwählt. Kommt denn die Stimme her schon wieder? Hat sich der Bürgermeister hier irgendwo versteckt? Herr Müller? Ja. Was machen Sie denn? Ich habe kurz nachgeguckt, ob wir einen passenden Traktor haben. Ja, wir hätten den Fendt 820 Vario Chip Tuning. Den könnten Sie dann nutzen. Der hätte eine Leistung von 279 PS. Okay. Der steht drüben in der Halle, oder? Müsste eigentlich. Gut, dann stelle ich meinen Ford kurz noch richtig hin und dann zeigen Sie mir kurz den Traktor. Ja, ich muss kurz nachgucken, ob es der richtige ist. Sollte aber nicht der richtige sein. Genau, das ist der Okay. Fendt 820 Vario Chip Tuning. Gut, dann nehme ich mir den gleich und dann pflanze ich an. Okay. Danke, tschüss. Tschüss. So. Wenn ich hier nicht meinen nutzen kann, dann stelle ich den mal auf die Seite. Bürgermeister. Okay. Ich rufe mal gerade einen Hallo? Volker an. Ja, da können Sie ruhig Bin gerade im drauf. CB-Funk. Hallo? Ah, hallo. Dachte gerade hier ist ziemlich viel los. Oh, ich hatte aber hier den Funk noch an. Volker, Ja. was Ah, hast okay. du denn? Ich wollte wissen, was jetzt. Ich habe dir doch das eine Feld angeboten. Die Ja. 67, glaube ich. Ja. Willst du die haben oder nicht? Nee. Das heißt mir nie. Nee, leider nicht, weil ich kaufe jetzt eine Kuhweide, denn wir machen jetzt Kühe. Aber wenn du die irgendwann nicht verkauft bekommst, würde ich die vielleicht irgendwann mal kaufen, ja.
Ja, ich brauche sie aber jetzt nicht und nicht erst, in 5 Jahren nicht mehr. Weißt du, ich habe halt so einen langen Anfahrtsweg immer. Ja, ja, kann ich schon verstehen. Aber momentan knapp bei Kasse, ne? Okay. Bist du auf dem Weg zu deiner Werkstatt? Ja. Okay, dann warte ich da noch kurz. Weil ich bräuchte... Da. Mensch. Darum bricht der Funk ab. Ja. Ich bräuchte noch ein... auf meinem Fliegel müssten ein paar Bordwände montiert werden. Oh ja, da kommen wir hin. Okay. Bin jetzt gleich hier im Moment da. Gut, bis gleich. Jo. So. Dann mach ich mal hier das Türchen auf bei ihm. Ah, da hinten. Ah, Volker. Ja, Jürgen, hallo. Hi. Ja, ich wollte gerade ein Tor aufmachen. Ich dachte, du kommst mit einem Fahrzeug. Nee, ich bin zu Fuß. Ich habe meinen Mähdrescher verkauft. Ah, okay. Das lohnt sich einfach nicht mehr. Weil Kühe, da brauchen wir nicht so viel vom Feld und so. Den Weizen und so würden wir ja eh verkaufen. Okay. Und das, wenn wir ein bisschen Weizen abernten, dann können wir auch gerade beim LU fragen. Okay. Ja, das stimmt wohl. Okay, dann mache ich mal... Dann hole ich gerade deinen Fliegel rein. Ja, der steht drüben beim Landhandel. Kannst du einfach holen. Was für Bordwände willst du drauf haben? Weiß nicht. Mach mal eine auf jeden Fall drauf. Eine? Ja. Also zum Kippen oder was? Ja, klar. Bordwand. Ja, wie Warte, viel... Warte, ich mach auf. Wie viel Fassungsvolumen brauchst du denn? Ich hab keine Ahnung. Steig mal ein da. Ja, Intelligenz pur. Weil ich denke, 2 wird nicht zu teuer sein. Ja, ich brauche das nur kurzfristig. Muss den Mist runterkarren. Und ja, dann brauche ich wieder die Ladefläche. Keine Ahnung, nur ein bisschen. Okay. Dann brauche ich wieder die Ladefläche für die Wolle, weißt du? Ja. So, warte mal, ich schalte mal gerade noch hier eine Gruppen-WhatsApp. Du hast noch ein Schloss drauf. Ah, Moment, gebe ich dir kurz. Ja. Wo bist du denn? So, jetzt. Jo. Gucken Sie mal, eine Wand reicht. So, passt. Was geht denn da jetzt rein? Warte, da gehen. Gehen 5700 Liter. Ah, das reicht. Ich hole mal gerade meinen Traktor. Jojo. Ich halt gleich den Mist mit, aber ich glaube, das Feld bearbeiten, das lohnt sich nicht. Ich glaube, ich verkaufe die an die Gemeinde, das könnte ich probieren. Ups, also. Ruf mal gerade den Knoll an, ne? Warte mal kurz, was kriegst du denn für die Bordwände? Passt so. Ja, danke, tschüss. Jo, ciao. 10% sind doch total einfach auszurechnen. Ah, Herr Müller. Ja. Ah, da hinten schon wieder. Herr Müller. Ja, was kann ich? Ich wäre da wegen dem Mist. Ja, dann
Ja, komm, ich fahr grad rüber. Mit dem Anhänger. LU? Komm da. Doch, der Müller steht da hinten. Direkt runter her. Jo. Was ist das mit der Höhe? Ich kann es noch ein bisschen höher machen. So. Gut. Leon! Was kriegen sie denn dafür? Müsste ich dann noch kurz absprechen. Ich habe die genauen Preise gerade nicht im Kopf. Okay. Leon. So, geh ich mal hier gerade ein bisschen auf Seite. Alter, dass das ein CB von nie anhat. Das ist. Das reicht aber auch, Herr Müller. Das reicht schon? Gut. Jo. Sind 2640 Liter. Ja. Dann müsste ich das kurz mit dem Herrn Neumann absprechen, dann würde ich mich gleich bei Ihnen melden. Jo, machen Sie mal. Gut. Tja, dann fahre ich schon mal los. Zeit ist Geld. Nehmen wir nämlich an, in das Gewächshaus geht gar nicht so viel rein. Gut. Your mama's calling back for no real reason but just to chat. She'll waste your minutes talking about the cat or about how your dad has gotten fat. Herr Reinhardt. Hallo. Hallo. Ich habe da mal eine Frage. Ja. Ich habe da was gehört von irgendeinem Traktorenrennen. Ja. Haben Sie da schon eine Uhrzeit? Ungefähr. Ja, so. Geht bald los. Ich muss jetzt noch, ich glaube, den letzten Traktor hochfahren. Und wo startet also, denn das? Beim alten Landtag. Ich schreib's nochmal in den Anzeiger. Ah ja. Okay. Und der liegt da beim Bauhof, ja. Okay. Ja, man braucht ja auch eine Weile, bis man dort ist. Ja. Okay. Gut, tschüss. Danke, tschüss. Jetzt aber Hochbetrieb hier heute. Guten Tag, Herr Wagner. Herr Müller, hallo. Wir haben uns auf 300 Euro geeinigt. Also wir haben halt kurz besprochen. Okay. Und ja. Gut, überweise ich Ihnen gleich. Gut, dann. Danke. Überweisen Sie es gerade gleich. Tschüss. Gut. Da gucke ich mal, dass ich das hier in das Gewächshaus reinkriege hier. You got a call. Hey, you got a call. Yeah. Hallo? Hallo? Ich bin's nochmal. Der Bürgermeister. Ja,
Haben Sie Arbeit für mich? Ich wurde beim LU entlassen. Oh. So. Das tut mir aber leid. Ihnen geht's ja gerade richtig schlecht. Ja, weswegen glauben Sie wohl, dass ich mir am liebsten Strick umhängen würde? Ich muss Sie leider enttäuschen. Ich habe leider keine Arbeit für Sie. Okay, falls Sie wissen. Tut mir leid. Es geht ja ohne. Geht ja einfach so. Gibt's ja nicht. Also ich habe keine Ahnung, wo ich hier den Mist eigentlich reingehört. Ich glaube, ich muss ihn mal ein bisschen rangieren. Dem Reinhard geht's gerade richtig schlecht. Das kann ja nicht sein, dass in das Gewächshaus nur Wasser reinkommt. So, das müssen wir gerade gucken. Ah, jetzt. So, gut. Hallo?